Momentan spekuliert man an den Finanzmärkten über einen Schuldenschnitt von knapp 70%. Frau Navidi, würde das ausreichen oder bleibt Griechenland ausfallgefährdet? Das würde wahrscheinlich ausreichen. Man versucht ja im Moment eine Einigung herbeizuführen. Der Knackpunkt ist hier, wird Griechenland juristisch pleite sein, weil de facto ist es das ja schon. Die Banken sind sehr bemüht, eine Einigung herbeizuführen. Problem ist, 25% der Gläubiger sind unbekannt. Die haben ein Interesse daran, Kreditausfallversicherungen auszulösen. Da könnte die griechische Regierung zwar gegenhalten mit einer Gesetzesänderung, aber das könnte dann auch als juristische Pleite gewertet werden. Das heißt, das Ergebnis ist noch offen. Was wäre denn die Folge, wenn es eine juristische Pleite gäbe, ganz offiziell? Die Frage ist dann, ob das unter Kontrolle gehalten werden kann oder ob das eine ungeordnete Pleite wird. Die größte Gefahr hierbei ist die Ansteckungsgefahr auch auf andere Länder in Europa, die noch nicht aus dem Schneider sind, wie zum Beispiel Portugal, Irland und so weiter. Wie groß sehen Sie die Gefahr bzw. die Risiken? Die Risiken sind nicht klein. Im Moment schaut alles auf Griechenland. Portugal hat ein Problem, dass viele nach der Herabratung von Standard & Poor's diese Anleihen abstoßen mussten. In Irland sehen wir auch schon länger kein Wirtschaftswachstum mehr und die haben dann natürlich große Probleme, ihre Schulden abzubezahlen ohne Wachstum. Wie ist also Ihr langfristiger Ausblick für die Eurozone? Es bleibt risikoreich, sehr volatil und die Anleger bleiben risikoscheu. Ganz herzlichen Dank, Frau Navidi, für diese Einschätzung und damit gebe ich zurück nach Köln.